Yo, hallo und willkommen wieder hier auf meinem Kanal Alpha Kevin. Heute gibt es mal eine Sonderausgabe von extrem dummen Menschen, die ich in letzter Zeit auf Instagram begegnen musste. Der ein oder andere wird wahrscheinlich schon die Beiträge kennen, denn ich habe das zuletzt auch in meinem Twitch-Livestream nochmal bekannt gegeben, wie unfassbar dumm das Ganze war. Doch fangen wir doch direkt mal mit dem Thema an. Worum geht es denn eigentlich? Also letztens war ich erst auf Instagram mal wieder unterwegs und hatte einfach mal geschaut, wer mich in letzter Zeit eigentlich markiert hat auf seinen Beiträgen. Und da wurde ein Post abgesetzt, der an Dummheit kaum zu überbieten war. Und zwar kam dieser Post von einer Instagram-Seite namens Forschungsprojekt keine Ahnung, was das nächste sein soll. Das ist scheinbar eine Gruppe von Menschen, die sich denken, dass jeder, der etwas Negatives zu Dekadenz sagt, automatisch gecancelt werden muss. Und da habe ich wahrscheinlich dazu gehört, denn in meinem letzten Video zu Mitreden habe ich nämlich noch Folgendes gesagt. Ich bin halt auch immer noch überrascht, dass mich keine Communities irgendwie gecancelt haben, außer die von Dekadent. Alpha Kevin haben wir noch nicht die Gelegenheit gegeben hier in dem Gespräch. Kann er gerne bekommen. Kriegt er ein paar wissenschaftliche Schellen um die Ohren. Und dann hat sie das Thema gegessen. So, und da ich genau diesen Clip eingeblendet habe, hatten sich die Leute aus dieser Bubble beschwert und sich gedacht, sie müssten jetzt unbedingt irgendwas gegen Alpha Kevin finden. Und zu diesem Post, was sie dann gegen mich rausgehauen haben, dazu kommen wir jetzt. Ich lese euch das mal vor, was sie da reingeschrieben haben. Das ist Alpha Kevin, ein 18-Jähriger, der glaubt, dass Feminismus, positiver Rassismus und so weiter alles Quatsch ist. Sozusagen Kuchen-TV für Arme. Aber was fällt euch im Hintergrund auf? Richtig, LEDs. Ob das Zufall ist? Am sächsischen Dialekt von ihm wird es nicht liegen. Huppala. Ist das euer Scheiß ernst? Alles, was ihr hier in diesem Beitrag geschrieben habt, ist komplett falsch und auch faktisch widerlegbar. Ich meine, das erkennt man schon daran, dass sie meinen, dass ich finde, dass Feminismus angeblicher Quatsch ist. Jedoch meinte ich sogar in einem meiner meist aufgerufenen Videos zu Mitreden doch noch Folgendes. Auf diesem Kanal wird in meinen Augen einfach nur Männerhass verbreitet. Es wird auch keinerlei Feminismus betrieben, was ja eigentlich wirklich für die Gleichberechtigung gelten sollte, was auch gut ist. Warte mal, was hab ich da gesagt? Keinerlei Feminismus betrieben, was ja eigentlich wirklich für die Gleichberechtigung gelten sollte, was auch gut ist. Oh, na das ist ja ganz komisch, dass ich mich in diesem Video für den Feminismus ausspreche, aber in diesem Beitrag wird gesagt, dass es hier alles Quatsch ist. Tolle Recherche an der Stelle, gibt eine 1 plus mit Sternchen, muss ich euch ehrlich sagen. Aber hey, mit Recherche haben die sowieso gar nichts am Hut, denn es geht ja noch weiter. Zum einen meinten die ja, dass ich angeblich 18 Jahre alt bin und das ist natürlich auch falsch. Man kann auf Twitch und auf YouTube erkennen, beides übrigens in der Beschreibung, dass ich 22 Jahre alt bin, auch wenn ich aussehe wie ein 13-Jähriger. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Und dazu haben die natürlich mit Kuchen-TV für Arme komplett recht, weil schließlich mache ich ja 1:1 genau das gleiche, was Kuchen-TV macht. Gut, wenn man jetzt die Themen miteinander vergleicht zwischen Kuchen-TV und Alpha Kevin, da ist zwar fast gar nichts identisch, aber hey, schließlich macht Alpha Kevin ja auch Meinungsvlogs. Da muss er ja förmlich Kuchen-TV für Arme sein. Oder auch Mimi, oder auch ABK, oder ein Just Nero. Fuck, die machen ja alle Meinungsvlogs. Das ist echt geisteskrank, wie viele Kuchen-TV für Arme es eigentlich gibt. Aber das Beste kommt ja jetzt noch, denn sie hatten ja Folgendes in ihrem Post geschrieben. Aber was fällt euch im Hintergrund auf? Richtig, LEDs. Ob das Zufall ist? Am sächsischen Dialekt wird es ja nicht liegen. Hubala. Seid ihr eigentlich geistig komplett hängen geblieben, um mich irgendwie als Nazi oder whatever abzustempeln, weil ihr in meiner Hintergrundbeleuchtung irgendwelche Symbole erkennt? Ich meine, das sind einfach fucking Nanoleafs, die jeder zweite Streamer in seinen Streams im Hintergrund hat. Also Grüße gehen unter anderem natürlich raus an Skurros und auch an Orange Morange. Ihr scheint also ebenfalls laut denen recht zu sein, weil ihr eine Hintergrundbeleuchtung habt, wo man irgendwelche Symbole irgendwie gerade so noch erkennen kann. Und als dann genau dieser Punkt mit diesen Nanoleafs kritisiert wurde bei denen, dann haben sie sich dazu gerechtfertigt und Folgendes geschrieben. Erstens, wir haben ihn nicht als rassistisch bezeichnet. Doch, eigentlich indirekt schon, sonst hättet ihr ja nicht eine Anspielung auf meinen Hintergrund in Zusammenhang mit meinem sächsischen Dialekt gemacht, oder nicht? Zweitens, wir sind selber aus Sachsen. Dann mein herzliches Beileid, dass ihr andere Menschen, die aus Sachsen kommen, ohne große Belege als rechts abstempeln wollt. Drittens, er könnte das ganz einfach beheben und ändern an der Wand. Und alles wäre cool. Das würde Größe und Einsicht zeigen. Sag mal, seid ihr lost? Erstmal hat die Hintergrundbeleuchtung über 700 Euro gekostet und die geht auch nicht so leicht von der Wand wieder ab. Jeder, der solche Nanoleafs hat, der weiß, wie das ist. Und zweitens meintet ihr doch gerade eben, dass ich doch kein Rassist bin. Warum sollte ich dann also meine Hintergrundbeleuchtung ändern, wenn ihr sowieso wisst, dass ich ja mit rechten Gedankengut oder mit solchen Symbolen sowieso nichts zu tun habe? Übrigens habe ich auch schon tausendmal auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube erwähnt, dass ich alles bin, aber keine der rechtes Gedankengut pflegt. Aber hey, ich meine, was würden auch von Leuten erwarten, die alles glauben, was der heilige Messias namens Dekadent in seinen Streams alles sagt. Des Weiteren hat dann ein Fan oder auch Anhänger dieser Seite unter ihrem Beitrag Folgendes geschrieben. Und nicht zu vergessen, es hat sich ja niemand beschwert, dass die Ureinwohner Amerika versklavt und oder getötet wurden. Es wurde auch ein Kommentar angepinnt, wo man nur den Kopf schütteln kann. Und daraufhin bejahte diese Seite auch noch diesen Kommentar. Und ich frage mich hier auch schon wieder, was habt ihr denn eigentlich für ein Video geschaut? Denn in meinem Video habe ich Folgendes gesagt. Heute, Kinder, die Entdeckung von Amerika. Hast du das so auch schon mal in der Schule gehört?
Als hätte Amerika nicht existiert, bevor Weiße es betreten haben. Das ist natürlich totaler Quatsch. Es gab Millionen von EinwohnerInnen, hochentwickelte Kulturen und Städte. Das alles wurde in der Kolonialzeit innerhalb kürzester Zeit gewaltsam vernichtet. Und wisst ihr noch was? Es wurden Menschen versklavt, ausgebeutet und ermordet. Und deshalb ist der Begriff Entdeckung völlig fehl am Platz. Hä? Also erstmal, was hat bitte die Versklavung oder auch Ermordung irgendwie mit der Entdeckung Amerikas zu tun? Und dazu weiß doch eigentlich auch schon jeder, dass bevor der Kontinent entdeckt wurde, dort auch Zivilisation schon stattfand. Ich meine, das ist ja auch wohl logisch, sonst hätte es dort auch keine Ureinwohner gegeben, die dann leider wirklich versklavt und vertrieben wurden, da hat sie definitiv recht. So, und wo habe ich jetzt in meinem Video gesagt, dass sich ja niemand beschwert hat, dass die Ureinwohner versklavt oder auch vertrieben wurden? Richtig! Ich habe das nirgendwo gesagt. Das behaupten die aber einfach nur, mich in irgendeine rechte Ecke zu stellen, weil es mir scheinbar egal ist, was mit Menschen passiert. Holy fuck! Und es macht halt auch im Zusammenhang mit diesem Video zu mitreden auch gar keinen Sinn. Deswegen wurde hier irgendwas frei erfunden, um mich wieder schlecht darzustellen. Aber hey, ich meine, der Kommentar, da ging ja auch gegen Alpha Kevin. Von daher muss man das natürlich befürworten. Das Geile ist ja noch, dass die Leute dieser Seite mir noch Folgendes geschrieben haben. Die Diskussion wäre ganz schnell geklärt, indem du sagst, sorry, hätte mir auffallen müssen, ich werde das mal ändern. Das wäre das Einfachste und alles wäre cool. PS, wir haben dich nicht als Nazi bezeichnet, aber du nutzt deren Argumente. Kannst du also selber ändern. Wir setzen noch Hoffnungen auf dich und warten ab. Schönen Abend noch. Man merkt einfach, wie unfassbar dumm und verblendet diese Leute in dieser Bubble sind. Weil, wofür muss ich mich denn jetzt eigentlich entschuldigen? Die haben ja noch nicht mal irgendeinen Punkt genannt. Soll ich mich jetzt wirklich deswegen entschuldigen, weil meine Hintergrundbeleuchtung aus Nanolis besteht? Wie gesagt, ihr könnt halt auch gerne mal gegen Skurros oder Orange Morange was sagen. Die haben sogar eine noch größere Reichweite als ich. Aber hey, das macht ihr nicht, weil Dekadent ja nur die Meinungsblocker ein bisschen verachtet. Dazu haben die ja gerade noch gemeint, dass ich Argumente verwende, die auch Nazis verwenden. Wo zum Teufel verwende ich Argumente, die Nazis verwenden? What the fuck ist los bei euch? Das Einzige, was diese Seite möchte, ist Folgendes. Sie wollen halt Rufmord begehen, indem sie mich indirekt als Nazi abstempeln oder irgendwie unterschwellig versuchen, mich in die rechte Ecke zu drängen. Und dann verbreiten sie natürlich auch noch Fehlinformationen ganz, ganz billig über mich. Also muss ich sagen, klasse Job, wirklich. Ihr habt eine absolut 1A Instagram-Seite. Ach, und schaut am besten mal auf Twitter oder auch bei meinen Streams vorbei. Dann würdet ihr wahrscheinlich auch wissen, dass ich eher weniger rechts bin. Aber stimmt, die Leute, die diese Instagram-Seite betreiben, die leben wahrscheinlich noch in den Zeiten des Internet Explorers, deswegen hängt die immer noch 10 Jahre hinterher. By the way, möchte ich hier nochmal ganz kurz anmerken, so ein Post, wo man wirklich nur dauerhaft gegen mich hetzt und Fehlinformationen verbreitet, das ist keine gute Grundlage für eine sinnvolle Diskussion. Aber man muss halt sagen, das checken die einfach nicht. Das ist genauso wie Dekadent, der checkt das auch nicht, dass es keine gute Grundlage ist, eine Diskussion zu führen, wenn man solche Aussagen bringt. Alpha Kevin haben wir noch nicht die Gelegenheit gegeben hier in dem Gespräch, kann er gerne bekommen. Kriegt er ein paar wissenschaftliche Schellen um die Ohren. Perfekt, das sage ich doch direkt zu, wenn man mich so höflich darum bittet, in einem Gespräch teilzunehmen. Das ist einfach so fucking dumm, denn bei denen ist das so, dass wenn man ein Gespräch ablehnt, dann hat man automatisch verloren, weil man ja keine Argumentation bringen kann. Im anschließenden Post haben die dann einfach so auch meinen Stream-Ausschnitt hochgeladen, wo ich ihren Post auseinandergenommen habe. Und dazu haben sie Folgendes geschrieben. Alpha Kevin geht noch keine LED auf. Wir waren das erste Mal Thema auf Twitch. Yeah. Leider hat er seine Mails immer noch nicht gelesen und hat immer noch nicht verstanden. Schade. Nein, Nazi ist er nicht. Er ist noch sehr jung. Waren wir auch vor 10 Jahren. Zwinkersmile. Viel lernen du musst, junger Streamer. Also eher sehr, sehr gut schreiben ihr müsst. Denn da ist nicht nur der letzte Teil falsch geschrieben, sondern es gefühlt alles falsch geschrieben. Aber es ist egal. Mein Allmannsein, das möchte ich jetzt hier gar nicht großartig aufleben lassen. Weil ich persönlich mache auch Fehler, auch rechtschreibmäßig. Aber schon alleine, wie sie hier über mich sprechen und sich über eine Person stellen, ist sowas von maximal unangenehm, dass man merkt, dass sie förmlich Dekadent inhalieren. Also ich finde es auch an dieser Stelle sehr gut, dass junge deutsche ostdeutsche Schulabbrecher. Mach dein Arschschuh, mach dir aus meiner Leitung raus, du Birne. Und dann fühlen die sich halt auch noch krass, dass sie ja vor 10 Jahren auch noch jung waren. Oh, Alter, ihr seid wirklich richtig krasse Leute. Mit euch möchte ich auf jeden Fall eine Diskussion führen. Also falls ihr wirklich über 20 Jahre alt sein solltet, dann würde ich mir an eurer Stelle dringend mal Gedanken machen, was euer IQ anbelangt. Denn so wie ihr argumentiert, geht das definitiv auf keine Kuhhaut. Aber es wird dann noch geiler, denn einer von deren Anhängern bzw. einen von deren Zuschauern auf ihrer Instagram-Seite hat mich dann auch als Idiot bezeichnet. Daraufhin meinte dann der Betreiber der Seite, dass ich ja gleich mit dem Anwalt kommen werde, von daher man sollte das lieber nicht schreiben. Lustig, dass aber der Kommentar noch steht, in dem ich als Idiot bezeichnet werde, aber im Post vorher meinen sie zu mir, dass sie meinen Kommentar gelöscht haben, weil sie Beleidigungen auf ihrer Seite nicht dulden. Aber stimmt, wenn man Alpha Kevin beleidigt, dann ist das okay. Aber wenn Alpha Kevin mal kurz aufbrausend wird und etwas in die
Kommentare schreibt, dann wird das natürlich gelöscht. Also sehr, sehr gute Vorgehensweise. Ich hoffe, ihr nehmt eure Regeln genauso ernst wie euch selbst. Und ich hoffe auch, dass ihr nach diesem Video checkt, wie dumm ihr eigentlich irgendwelche Lügen über mich verbreitet. Das Ding ist, dass solche Menschen wirklich von sich behaupten und auch wirklich denken, dass sie im Recht liegen. Das sind bestimmt so Leute, die einen an den Pranger stellen wollen, weil man mal Fehlinformationen im Video hatte. Und im gleichen Atemzug verbreiten sie dauerhaft Fehlinformationen über meine Person. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Ich denke, ihr würdet es wahrscheinlich auch feiern, wenn gegen eure öffentliche Person behauptet wird, dass die Lichter im Hintergrund zeigen, welche Gesinnung man nachgeht. Also denkt besser jetzt nochmal nach, reflektiert euch selbst und geht vielleicht nochmal in die Schule, weil das, was ihr hier macht, ist einfach nur noch gefährlich. Ich muss auch sagen, leider spiegelt es die Person wider, von der ihr euer Pseudowissen her habt. Schließlich habt ihr ja bestimmt genauso wie Karl jedes Thema in Hinsicht auf Feminismus, Gender oder eigentlich jedes gesellschaftskritische Problem studiert und auch inhaliert. Das ist halt einfach ultra cringe und auch mega unangenehm und ich weiß auch ganz genau, warum ich jetzt die letzten Jahre nicht einmal auf diese Bubble eingegangen bin, weil die einfach nicht nachdenken können, beziehungsweise auch keinerlei Einsicht zeigen würden, selbst wenn man recht hätte. Schreibt mir dazu gerne mal, was ihr dazu denkt. Ihr könnt mir übrigens auch auf Instagram in den DMs schreiben. Ich heiße dort echter Alpha Kevin, der Link dazu ist übrigens auch in der Beschreibung. Würde mich riesig freuen, wenn ihr mir dort folgt. Und damit ihr jetzt auch nichts mehr zum Lachen habt, lese ich noch einen unlustigen Witz von euch vor. Was schwimmt im See und fängt mit Z an? Zwei Enten. Alter, der Witz, der ist ungefähr genauso alt, wie er auch schlecht ist. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen an Zwängchen, euer Alpha Kevin und... Ciao!